Was? Problem ist die Lane, wo man zurzeit am wenigsten carryen kann. Alter, guck dir meine Match-History an. Zumindest die letzten beiden Games, wo ich Top Lane gespielt habe. Ich habe in diesen Games keinen einzigen Gank bekommen, aber habe gecarried. Du hast Darius gespielt, ernsthaft? Wie willst du bitte sonst aus Bronze raus? Erzähl mir das. Na, normale Picks spielen, nicht Darius. Nee, man spielt einfach die, die absurden Damage haben. Nee, man spielt einfach die, die man am besten kann. Und es muss nicht Ja. unbedingt Darius sein. Komm mal mit Thresh Support aus Bronze raus. Es geht. Wenn du Skill Du besitzt. gehst rein, dein ADC denkt sich so. Ne, ich warte, bis er tot ist. Dann gehe ich rein. So, jetzt ist er tot. Jetzt gehe ich rein. Oh, ich bin tot. Erstmal mein Supporter Flame. Ja, warum gehst du auch rein, wenn es nicht passt? Nee, ich weiß ja, wann es passt. Und gehe ja rein, wann es passt. Aber mein ADC denkt sich so. Achso, ich wusste gar nicht, dass 5 gegen 2 immer passt. Gut, wusste ich gar nicht. Du hältst jetzt deinen Schnauz. Nee. War nicht eigentlich gesagt, dass wir jetzt öfter mal versuchen zu spielen und zu climben? Ja, eigentlich schon, ja. Ich fehle bis überhaupt. Willst du nicht wissen? Hey, wir haben ähnliche Elo. Cool. Na, ich bin nur so ein, zwei Divisionen unter dir. Wir sind beide Silber 3. Ja, in Flex bin ich Silber. So, oh, lol. In Solo Duo bin ich Bronze 3. Aber warte, ich spiele ja Mitte, ne? Ja. Oh nein, Alter, guck, da ist der Troll. Aber du meintest, der Champion spielt, den ich am besten kann, ne? Ja. Hasaki. Oh nö. Mit Lenlust. Ja, gebannt. Können wir still domain? Jawohl. Ich muss wahrscheinlich den RP-Damage übernehmen, ne? Du kannst auch Sugar auf Midlane spielen. Ich meine halt, irgendjemand muss ja den RP-Damage jetzt übernehmen dann. Ja, brauchen wir nicht unbedingt. Habe ich nicht eigentlich Judo-GG so eingestellt, dass er für Bronze sucht? Ist am Geht na. besten. Okay, Platin Plus, man spielt Komet. Alter, wie asozial man spielt. Jawohl. Unser Supporter Shen. No Bier. Ja, das könnte gut werden. Hast du eigentlich Zuro geguckt? Was? Zuro. Hast du dieses neue Minecraft-Projekt, was mich dich Dieses interessiert? neue Billigwaro. Ja, interessiert mich halt nicht. Das ist Minecraft.
Hey, warte, gegen was? Oh nein, Nautilus 100 Pro. Oder? Das könnte Jin mitleiden. Nee, gegen Jin. Jin oder Sivi 100 Pro. Das ist Jin. Als ob irgendwer Sivi mitleiden. Kann ich ja rein theoretisch sogar in Ignite oder so gegen picken, ne? Keine Ahnung. Ich bleib bei Barrier. Nicht vergessen, ne? Wer entered wird reported. Also du. Ja. Gut. Nein, nein, wenn ich es bin, dann wird man gehornert. So. Macht Sinn. Ja, weißt du, ich gebe den Gegner halt eine Chance, deswegen werde ich immer gehornert. Ja, 16.000 Punkte. Der spielt nur drinnen mehr. Der spielt nur drinnen mehr, hat über 1 Million. Ach du Scheiße. Die Poppy wird keinen Spaß haben. Alter, guck dir den Namen vom Nautilus an. Ja. Catch the Penis. Ja, hast du nicht letztens die fliegende Penisse gesehen? Nein. Welche Welt liebst du denn? Titan. Und du? Die realen. Real? Ja. Bei Real fing immer. Da fing halt immer Penisse rum. Wer kennt es nicht? Was ist, wenn da mal jemand Weibliches mitarbeitet? Es gibt doch keine weiblichen. Du bist wahrscheinlich der Transe. So ein Penis rangenäht. Oh. Warum labern wir eigentlich immer so viel Scheiße, wenn wir zocken? Keine Ahnung. Du hast damit angefangen. Hä? Jetzt schieb mal nicht die Schuld auf dich, ja? Ja, tut mir leid. Ich bin halt immer schuld. Das haben mir meine Eltern schon beigebracht. Meine Eltern haben. Meine Eltern haben letztens eine Bank überfallen und ich war dann am Ende schuld. Achso. War voll gemein. Du hast ja auch Smash-Boss, ne? Nee. Ich habe letztens mal ein Monster. Ich habe gestern ein Monster erschaffen in Smash Bros, ne? Nee. Ich habe mir ein Amiibo gekauft. Der kam gestern frisch aus Japan an. Aus Japan sogar noch. Ja, Mann. Ein Amiibo aus Japan. Aber schön, dass wir hier in Deutschland auch Amiibos haben. Ja, bin ich Cohen. Stimmt. Ja, ich habe 3 Runden mit dem gespielt. Mit meiner Freundin im Team, also 2 gegen 1. Und dann hat er uns fertig gemacht. Ach ja. Nicht vergessen, ne? Ist normal. Ja. Also kann ich mit dir runterrennen. Nee, nee. Oh. Und da habe ich 2 Fangen gemisst. Ich bin so ein Pro. Ich bin so ein Pro-Gamer. Ein Pro-Gamer. Ich hätte vielleicht noch die. Ich habe übrigens noch nie gespielt, aber ich habe gehört, ihr Kamehameha soll stark sein. Nee. Ist eigentlich super scheiße. Alter, ich bin der Meister im CS, nicht Last Hitten. Wird nie Krabbe spawnen Topside? Ich komm mit Lane.
Warum bist du auch noch geflasht? Ich hab keine Ahnung. Und jetzt bist du auch noch. Fuck. Ja, hättest du jetzt mal Flash gehabt, ne? Ja. Herr, schämst du dich eigentlich nicht? Für was? Twisted Tree Lane zu spielen? Nee, nie. Weil ich meine, Hekerin kann seine eigenen Teammates anspringen. Lol, was? Ignite Smite auf Hekerin? Ja. Wusstest du nicht, dass Meta geworden ist? Ich gehe mal Ghost Smite auf Hekerin. Ja, es machen nur die Anfänger. Keine Ahnung, warum. Nee, es machen die Oberpos. Nee, das machen die Leute, die in Season 2 geboren wurden. Ich bin in Season 4 geboren. Ja, siehst du? Du bist schon alt, du alter Sack. Hekerin wird wahrscheinlich an deiner oberen Krabbe sein, oder? Das ist wahrscheinlich. Wollen wir sie contesten? Ja, können wir rein theoretisch wirklich contesten. Wenn du hast reingepusht. Aber ich hab kein Smite ab. Nicht so schlimm, ich steal sie dir. Ja, sie ist noch da. Ich fange sie schon an. Okay. Am besten wär's, wenn du hier warten würdest und Hekram einfach nur rufen. Damit der nicht rankommt. Aber ich glaube, der kommt eh nicht. Also, okay. Du musst kurz warten, dann geht er rein. So. Was? Good job. Was merkt sich eigentlich, die Q oder die E? Ich glaube die E. Hola. Ich glaube gegen die würde ich sogar plus might gehen. Da ist Hickerin. Der Hackerin. Oh mein Gott, Dead Outplay Top Lane, das habe ich gesehen. Guck mal, die Rahmen wurden halt markiert, als ich fertig wurde. Nee, der hat die gerade gemacht und dann ist genau der Mark gespawnt, als er fertig wurde. Achso. Siehst du? Ja, einen Moment. Weil diese Leute AFK sind. Hörst du mich? Ja. The fuck? Na fuck. Hörst du mich? Ja. Gut. Weißt du, sonst gibt's nie Probleme. Oh, bei dir noch Barrier. Danke, dass du mein Ding ins Intest. Nein, Spaß. Da habe ich gerade geflasht oder war das noch von vorhin? Ne, das war noch von vorhin. Ja. Er hat noch eine Minute kein Cooldown. Kein Flash. Er hat eine Minute gar kein Cooldown mehr? Fuck. Kein Flash, Mann. All-in kann ich ihn wahrscheinlich nicht. Oder? Doch. Der Sapper. Bestimmt. Der hat kein Barrier mehr. Unten sind zwei Fallen. Ja. Überlebst du es? Ja, nice.
Ich habe Flash und Ult verwendet, nur um die Djinn zu töten. Also, wenn das sich nicht lohnt, dann. Ich hoffe, das war Swerve. Naja, das war nicht dein Stack, oder? Nee. Ich wüsste gerne mal, wo Hegerin ist. Du bist doch schon Sportzeit. Jetzt 100% Sportzeit. Also bleib mal bitte auf der oberen Seite. Was? Alter, der hackt heimlich, 100 pro. Immer wenn ich genau auf ihn raufziele, sidesteppt er. Wenn ich daneben ziele, sidesteppt er nicht. Warte. Ja, vielleicht bist du einfach scheiße am Predicten. Okay. Ich glaube, es kann nicht los. Alter, der kann nicht zungen. Hier ist er. Alter, der Shen ist so ein geistig behindertes Stück Scheiße. Hegrim war hier. Hegrim Topside. Also kannst du jetzt ganz in Ruhe die Worms nehmen von ihnen. Wenn du gut bist. Was du nicht bist. Wissen wir alle. Hahaha, das war spaßig. Ich hab kaum noch mal einer. Ja, hier ist ein Wort. Hast du den Grom? Nee, ja, noch nicht. Hab ich. Ja, achso. Wie viele Stacks hast du schon? 5. Okay, das heißt, du hast deine erste Erweiterung schon bekommen, ne? Schon lange. Seit meinem Botlane-Gang. Hat dem da rumgeheult hat. Und wie viele Stacks kriegt man die ersten Upgrades? 4. Dann bei 3, dann. Also bei weiteren 3. Also 4 und dann immer 3. Ja. Also 4, 7, 10, 13, 16. Mathe Mann. Ich hab Mathe eine 5. Ich find's gut, wie mein Teammate mich einfach verlassen hat. Ich wurde einfach verkauft. Jin, keine Ult. Da wurde ich einfach verkauft und den Moonstar Train weg. Weil die Gegner haben bessere Regeneration. Also ist dein Puck scheiße geworden. Also schlechter. Wir müssen uns anstrengen. Nee, meine Botlane muss ich halt anstrengen. Hätte sie mich nicht verkauft, würden wir jetzt so schlecht stehen. Ich meine, wir stehen gerade 9-5. Also wir hätten sonst 9-5 gestanden, wenn nicht sogar besser. Hätte die Botlane mir geholfen. Aber nee, stattdessen beschwert sich nur und macht dann am Ende nichts. Kannst du sogar töten. Danke. Die E auf Doom. Ich kann mal Bot sein, ne? Ja.
Was? Sieben steht 2-1 und Hegeron 3-1, okay. Ja, ich habe das Gefühl, dass das Duell der Jungler am Ende sein wird. Duell der Jungler und der Botlaner. Nee, die Botlane ist Usus. Und den. Alter, was hat der für eine Range? Ach, der hat Gunblade. Ach, okay. Wieder Gunblade? Du meinst die Kanone? Idiot. Oh fuck. Ist halt jetzt schon wieder weg, das ist so nervig. Help! Als ob der nicht kriegt. Na, Hicker muss leider einen Counter zu mir und der macht damit halt unglaublich viel Damage, warum auch immer. Bei Nekarim ist so ein Champion, wo es einfach heißt, ja, du kannst ruhig so tanky sein, wie du willst, machst trotzdem mal schauen. Also Bautanky lässt mal schauen, das hat. Der ADC ist Bot. Mit. Geht für den Turm. Nee, du brauchst auch ein bisschen Farm. Ich hab dich sogar überholt mit dem Farm, also. Oh mein Gott. Natürlich hat sie gekrittet. Oh mein Gott. Seit wann kann Sivir in Bronze ihr Spell Shield gut machen? Na, du darfst nicht vergessen, Mechanics sind in Low und Elo eigentlich vorhanden. Also, die sind schon vorhanden. Aber das Problem in der Low Elo ist die Decision Making. Die können halt nicht, die wissen halt nicht, wie man ein Spiel beendet und so. Deshalb ist halt Late Game auch in Low Elo super stark. Und deshalb gehen die Spiele auch meistens super lange. Das bedeutet, Champions wie Tryndamere sind halt super stark auf dieser Elo. Weil die Spiele halt so lang gehen. Und wir sollten Training vorbereiten. Also es wird halt. Jetzt alle Botlane gehen, macht halt super viel Sinn, weil der Drache da ist und der hilft uns weiter. Ach komm schon, sonst ist der Stall auch immer so fett. Super fett. Jin ist Mist, pass auf. Ja, null Problemo. Muss doch nicht mal smiten. Mhm.
Okay, wir kommen weg. Null Probleme. Ich sehe jetzt nun wirklich kein Problem mit Bronze. Na, ich hätte dir sogar eigentlich gegeben den Quark, also hättest du ihn bekommen, wäre ich nicht wütend geworden. Ich wollte ihn nicht sehen, ich wollte dir nur ein bisschen helfen. Aber selbst wenn du ihn bekommen hast, deshalb war er halt nicht so schlimm. Okay, mit geht's. Gehen sie jetzt auf. Gut. Warum haben die den Fight jetzt genommen? Die wurden gecatcht. Die haben ihn nicht genommen. Warum flamen die mich? Ich habe die größte Killbeteiligung. Ich habe guten Farm. Ich bin super gut im Spiel dabei. Und trotzdem flamen die mich. Was ist denn falsch mit denen? Nur weil die ihre Lane verloren haben. Ich meine, du hast noch nicht mal deine Lane verloren. Und das, obwohl du eigentlich nie Midlane spielst oder zumindest nicht sehr viel Lux gespielt hast. Ich glaube, ich spiele gleich den einzigen Midlaner, den ich wirklich oft gespielt habe. Kazu! Fizz und Azir. Oh. Die ein bisschen Skill brauchen. Achso, ja, so hast du ja immer in Jungle gespielt. Hab ich. Mann, brauch ich nicht. Nein, Spaß. Und. See ya! Oh Mann! Kleine Snitch. Zoning Ult. Als ob die einen 45 Sekunden Cooldown hat. Ich dachte, die ist nur, wenn sie Kills macht, so scheiße kurz. Ganz dreist. Da man seit wann läuft man so als Team zusammen in Funktion? Seitdem die Gegner so scheiße sind. Alter, immer wieder, ne? Immer wieder. Ja, das Beste ist, wenn man mit Lux halt nicht nur mit der Ult für die Kills geht. Halt. Getroffen, Bitch. Get wrecked. Nächstes Fire Train sollten wir wieder. Für Queen. Okay, der Laser war halt in die Himalaya geschossen. Zoning. Nicht so schlimm, ich hab den in 30 Sekunden wieder. Nice. Ich geh zum Train. Alter, ich hab 30% cooler und ich hab den. Nicht auf. Der Trinnemer macht von mir, nein! Das ist mein Junge, den hab ich gefeedet! Oh. Den hast du gefeedet? Ja. Deswegen hast du so viele Tode. Ey, wir haben gleich viele Tode. Leute? Ja. Wir bräuchten mal hier so ein bisschen. Wie viel AP hast du? Real. 290. Und übrigens.
Ja, es ging ja gerade nur um die AP. Luden skaliert ja mit AP. I know. Guck, guck. Und und die mit dem Triggerfinger. Nicht mehr Minecraft? Nee, ich spiele dazu nur Fortnite. Fortnite ist das Beste. Hä? Was? Spiel ich ja nicht so. Meine, welche Filme habe ich schon Epic Games? Und mal. Keine Epic Games, ne? Ja, Mann. Das finde ich jetzt voll gemein. Ja, ich habe auch jemanden reinbetten lassen. Hey, es gibt zwei Wölfe. Lol, ich fliege. Au. Leute. Die konnte halt richtig reinböllern, ohne dass irgendjemand was gemacht hat. Ja, ich carry dich wieder. Deshalb willst du mit mir Doku spielen. Nur um dich zu carryen. Hä? Ich carry dich? Ich guck mal die Stats. Siehst du nicht, wie viele Assists ich habe? Ja, guck, ich habe sogar mehr Assists als du. Nee, das ist Grafikbug. Musst du mal deine Grafikkarte austauschen. Ach scheiße, Mann. Und ich dachte, ich hätte die neueste. Fuck. Okay, eigentlich ist man voll alt. Also zumindest über ein Jahr alt. Mann ist älter. Ach, dann musst du deine auswechseln. Okay. Mann, wie ein Schein der alt. Komm her, Miha. Oh, wenn die in der Flasche drüber schult. Alter, der übertreibt aber. Hast du gesehen, wie ich noch den Kill bekomme? Q-Flash, Auto-Attack. Gin-Kombo. Ich hab 10 Stacks. Bin so gut im Game. Holy fuck. Aber da kauft man sich als Lux nicht immer Majors? Ich hab endlich mal die Kombo hinbekommen. Hey, welche Kombo? Naja, Q, E, Ult. Achso, weißt du? Du meinst die typische Face-Roll-Kombo? Ja, die kann ich auch. Ja. And don't come back! Achso, wir haben Black Cleaver im Team. Achso, ich muss vorher schon Black Cleaver. Ich glaube, ich sollte auch Black Cleaver bauen. Doch! Max Range, Poggers! I am the one! Wow! Kriegt ja ein bisschen Probleme mit Sivir. Also, ja. Ne, Sivir ist jetzt auch klar. War das ein bisschen what the fuck? Ich hab grad geultet. Ne, hast du. Nein, du hast du wahrscheinlich Presence of Mind dabei. Also dort, wo du ihr Ult geholt hast, das heißt beim Takedown. Okay, dass mich das getroffen hat. Zoning.
Hast du gesehen, wie ich die Poppy on Plate habe? Nee, leider nicht. Guck mal, ich hab hier, warte. Ich hab hier die Glossen genommen, um hier hin zu springen. Ich stand aber so, dass es so aussieht, als würde ich hier hin springen. Oh mein Gott. Okay, das war schon sick. Das war schon 300 IQ Gameplay. Ich frag mich, warum die einfach drinnen mehr ignorieren. Gefällt mir. Ey, würdest du eigentlich Pokémon für die Switch? Ja. Schwert oder Schild? Naja, höchstwahrscheinlich Schwert. Guter Junge. Hast du dir Pokémon Direct angeguckt? Ja. Was sagst du zu Dynamax? Die nächste Overpower-Tipp, Dings. Form. Also, wir haben halt Mega Evolution gehabt, als nichts, danach kam Z-Dings, was halt auch Ida immer benutzt hat, weil es einfach komplett broken war. Weil du konntest damit halt immer irgendwelche Pokémon spawn-shotten. Und jetzt auch noch deinen Max. Dazu machen. Das war nicht auf das gleiche Pokémon, aber. Ich frage mich halt, ob die Mega-Entwicklung und die Z-Moves trotzdem noch drinne bleiben. Bestimmt. Also wenn die das rausnehmen, dann ist halt dumm. Wieder am Ende des Spiels gegeben werden. Hier kriegst du ein GG von mir. Du kriegst ein GG von mir. Hast gut gespielt. Danke. Aber weißt du, was ich schon so als Dynamax-Pokémon haben möchte? Nee. Okay, warte. Also, definitiv muss drin sein Wailord. Findest du nicht? Also, ja schon.